Dieses Lied heißt Amazing Grace. Kennt ihr? Kennt man? Es ist ein Lied, das ist, glaube ich, in der ganzen Welt mittlerweile bekannt. Dieses Lied Amazing Grace, die Erbarmungen Gottes. Was hat jetzt das bei Klar.TV jetzt heute gerade so zu tun? Sehr viel. Weil, ich muss euch nur kurz etwas dazu sagen, Amazing Grace, das ist ein Lied, das wurde, ist entstanden von einem Mann, der war auf einem Schiff, war Kapitän eines Sklavenschiffes. Dieser Mann hieß John Newton. Und er kam in einen Riesensturm, das ganze Sklavenschiff war bedroht und in dieser existenziellen Prüfung hat er das Erbarmen Gottes angerufen, hat Rettung erfahren, hat sein Leben umgekrempelt, hat seinen Sklaven menschlich behandelt, hat nach einer gewissen Zeit seinen Beruf vom Kapitän eines Sklavenschiffes gewechselt, wurde zu einem Geistlichen und hat sich dafür eingesetzt, dass die Sklaverei ein Ende hat. Und jetzt sind wir am Punkt. Auch wir hier bei Klar.TV sagen, die Sklaverei, wo man uns unterdrückt, die hat ein Ende. Und darum sagen wir, gehört das Lied jetzt hierher. Das gehört jetzt hierher. Ja. Die Sklaverei hat ein Ende. Und wisst ihr, wie sie ein Ende hat? Das gibt jetzt noch symbolisch. Dieses Lied, das singt, ich bin ein Schurke. Also das ist natürlich der Text von diesem Kapitän. Aber mir ist Erbarmen widerfahren. Das war seine Message. Und diese Sklaverei hat ein Ende, weil wir einander sagen, komm, die Sklaverei hat ein Ende, ich behandle dich gut und du mich, wie er das gemacht hat. Und hier auf der Bühne machen wir das noch ein bisschen romantischer. Hier gibt es jetzt, einige wissen das schon, aber wir machen es nochmal, hier kommen jetzt Pärchen zusammen. Die haben jetzt sich gesagt, wir heiraten miteinander. Wir heiraten miteinander, wir sagen, wir verbinden uns zusammen. Wir sagen, wir gehen eine Schicksalsgemeinschaft ein, wir sagen Ja zueinander, wir bekennen das und das soll symbolisch für diesen Tag sein. Komm, lasst uns verbinden. Lasst uns sagen, ja, die Sklaverei hat ein Ende und wir gehen den Weg miteinander. Und wenn ihr diese Sänger seht, eines ist Anna-Sophia Sasek und der andere ist auch Elias Sasek. Aber die heiraten nicht zusammen, natürlich nicht alleine, die Partner sind dabei. Die kommen, der Ramon, den kennt ihr dann auch wieder, Ramon mit Anna-Sophia und Elias mit Steffi. Amazing Grace, jetzt